Bah. Oh, bah und bah. So. Ja, ich weiß gar nicht. Das Tierfett soll ich ja erstmal noch nicht machen. Eigentlich bräuchte ich jetzt noch einen Schrank. Ich glaube, für das Tierfett werde ich mal hier rein tun. Erstmal. Dass man das Essen nicht stacken kann, das finde ich ein bisschen doof, aber gut. Damit kann ich leben. Das kommt ja jetzt erstmal rein in die Küche. Kommt dann da ganz links. Worauf ich jetzt gerade in dem Moment noch Bock habe, ist mal die Kartoffel nochmal rauf. Also die Kartoffel drauf zu legen noch. Die zwei werde ich behalten. Die soll man natürlich auch damit rausnehmen. Die habe ich ja hier drin, genau. Die ist nämlich auch World weg. Die hat auch 10,9, das heißt, sie ist bald, bald down. Was? Burn? Egal. So. Wie ich jetzt am besten weitermache, weiß ich aber nicht. Ich glaube, ich würde jetzt tatsächlich mal weitergehen. Die Straße. Ja. Ja, mache ich. Aber es ist neblig, ne? Ist das neblig? Hallo, Mopsi. Adon ist im Bett. Okay, alles klar. Ist das neblig oder sieht das nur so aus? Da anscheinend ja, hier anscheinend nein. Schau auf die Temperatur. 16 Grad. Also nein. Die Temperatur steigt natürlich, weil das ist... Die geht über 40. Ah, okay. Gut. Nein, was ich machen wollte, jetzt weiß ich's. Ich wollte wegen dem Wasser machen gucken. Weil ich weiß, ich habe da hinten, hinter mir ist ja der Fluss. Da hinten. Glaube ich, irgendwo da. Und mein Fettig ist auch gering. Ich muss gleich dringend ein bisschen pennen, glaube ich. Ich muss mal gucken, jetzt nach dem. Hier, diesen Cooking Pot, der ist nachher noch wichtig. Okay, boiled water, coffee, boiled food, or boil, oder food that needs many ingredients. Could even use to make oil from animals, oil to. Wo waren das jetzt? Ich hatte da, water purifier, da brauchen Eimer. Ich muss mit Eimer machen. Den Eimer habe ich gesehen. Hier, der braucht vier. Eine davon und vier davon. 1 davon und die 4 hier, so. So. Aber ich glaube, heute ist wieder soweit. Das ist wegen Eimer. Und dann... ja, Water Barrel brauche ich natürlich auch noch. Aber ich habe jetzt doch keins hier. Ich habe auch keinen Bock, das zu holen. Metal Scraps, Feuer, Steine. Nochmal 6 Metal Scraps. So, die kommen weg. Dann brauchte ich Feuerholz. 4 Stück. Kann ich mehr damit machen. Entschuldigung. Habe ich zwar eins weniger, aber egal. So. Und ich brauchte
Ich hab vergessen, tut mir leid. 8 Steine. Wir nach Steinen suchen. Da ich ja das letzte Mal alle weggeschmissen hatte. Muss ich jetzt mal suchen gehen. Entschuldigung, was ist das denn hier? Ach du Scheiße. Ich wollte nur Steine haben, Mann. Flasche und Bandagen. Das Zeug, was ich loot, natürlich mal hier hin. Noch ein Hammer. Ach, hier bin ich. Okay. Leere Flasche. Komponenten. Noch eine leere Flasche. Oh, ich habe den Reifen. Ich habe endlich das Auto komplett. Jetzt mache ich schnell 50 Sachen gleichzeitig. Tut mir leid. Eigentlich wollte ich ja nur Steine haben. Und Essen wollte ich eigentlich auch nur noch holen, aber gut. Irgendwie nur eine Sache machen kann ich nicht. Du solltest Autoteile auch immer looten, dann die Sachen nutzen auch ab. Ja gut, klar, Logo. Aber kann ich ja immer noch mal irgendwann machen. Ach Gott. Muss ich hin reingucken. Ach, hier bin ich, okay. Klar, Logo. Jetzt habe ich wieder einen Überblick, wo ich bin. Ein Eimer, Hands up. Oh Mann. Oh, was zu trinken. Und Steine vor allem immer noch. Den brauchst du auch. Ja, ist mir schon klar, dass ich einmal brauche. Oh, ein Stein. Endlich. Leere Flasche. Jetzt suche ich hier echt Steine und ich finde keine. Wann habe ich sie nicht gesucht und ich habe massig gefunden.
zwei Straße lang gehen. Nummer 3. Eigentlich müsste ich gleich mal rechts runter gehen. Muss was trinken. Da weiß ich ja, ich komme ja dann nach Hause. Da waren 10.000. Echt jetzt? Guck mal, da liegt noch einer. Wenn ich jetzt nämlich rennen muss, bin ich nämlich am Arsch. Viel Stamina kriege ich gerade nicht. Ist das hier sind Steine, aber er nimmt sie nicht. Was glaube ich denn jetzt? 5. Auch glaube ich 6, ne? Ich finde den Spielplatz hier mega gruselig irgendwie. Flaschen. Haben wir die hier leer trinken? Dann muss ich mit dringend was fertig machen irgendwann. Leere Flaschen. Gut. Und ich muss mich glaube ich gleich mal dringend hinlegen. Den kannst du schrotten, aber wenn der Bug nicht da ist, spawnt er wieder. Was kann ich schrotten? Den Eimer? Oder was meinst du gerade? Tut mir leid. Bin gerade nicht ganz da anscheinend. Wenn ich hier schon bei bin. Den Spielplatz. Ich kann ihn schrotten. Mit einem wird draufhauen, ne? Tatsächlich, ja. Okay, gut. Dann weiß ich ja Bescheid. Dann weiß ich ja Bescheid. Muss ich aber erstmal alles weglegen. Nehme ich noch Metall. Hier habe ich noch Feuerholz. Ach ja, das brauchte ich auch. Das ist dann jetzt Crafting Material. Da bekommst du Eisen und so. Da habe ich mir gedacht. Das dachte ich mir schon, dass ich da Eisen bekomme. So, den Reifen brauche ich nachher. Das nehme ich mit. Der Hammer kommt hier noch nach rechts. Da rein. Den Reifen brauche ich, das brauche ich. Ach, genau. Nee. Ach, genau. 6 von dem Metal-Zeug noch. So, und noch ein Stein, ne? Ne, 3 Steine. Eins.
zwei. Und einer noch. Da sind wieder Viecher drin. Naja, atmet erstmal vernünftig. Ach komm, das ist nicht dein Ernst, Mann. Also sind diese Punkte wirklich fester, das heißt. Oh, da ist einer. Da sind jetzt zwei People drinne und die sind dann irgendwann, wenn ich sie jetzt killen würde, wieder da drinne. Definitiv. Das heißt, sie haben da wirklich ihre festen Punkte, wann die äußern, also wirklich drin sind. Also mit den Häusern haben Angst vor Licht. Na klar, logisch. Das ergibt ja Sinn, dass sie Angst vor Licht haben. Guck mal, jetzt, ne? Brauche ich keine Steine. Jetzt sind hier massig. Das will mich jetzt verarschen. Alter. Über eben lagen die noch nicht da. Ich muss gleich dringend schlafen, meine. Ich bin so mega erschöpft anscheinend. So, aber ich habe jetzt ja genug. Das heißt, ich baue mir jetzt die da. Ich mache mir auch mal schnell einen Kaffee. Ja, ich würde mir auch gerne machen. Wasser geben, Wasser saven. Einmal Streichhölzer, einmal Feuerholz, einmal und viermal für also. Ich glaube, diese Streichhölzer konnte ich mir herstellen, ne? Genau, mit Charcoal und Branch. Ey yo, Maviator, Susilein, was geht denn? Wie das Spiel ist? Das Spiel ist geil. Also, ich spiele es jetzt schon seit knappen 4 Stunden und ich mag das wirklich gerne. Ich finde das wirklich cool. So. Die Bandage nehme ich mit. Dann gehe ich mal eben schlafen für ein paar Stunden. Bandage habe ich da unten, ne? Genau. Und dann hole ich mal das Auto her. T-Shirt, very bad. Bandage aus Rack und Boost. Survival, wie teuer ist das? Ist Survival ja und das kostete glaube ich 9 Euro, oder Mopsy? Was 9? Wolltest du mal? Auch. Ja. Frag Olli, ich glaube ja. Okay. So, 4 Stunden sollten ausreichen, um meinen fertigen Bissen hochzuhauen. Oh wow. Force Wake Up Healed Something? Habe ich hier kaputte Fenster? Ja, habe ich. Gleich weiter schlafen. Ah, jetzt ist Nacht. Auch nicht viel besser.
gibt es irgendeine Lore dazu? Doch, viel besser. Eine Lore? Wie meinst du das mit der Lore? Oh, der dämliche Bär wieder. Weißt du noch, wo dein Auto ist? Ja, weiß ich. Habe ich mir gemerkt. Das ist das da hinten. Direkt vor meinem Haus. Also direkt jetzt das nächste. Eine Story, eine Erklärung, warum du alleine bist, Apokalypse. Es ist ein Virus ausgebrochen, gegen den ich immun bin, und dann bin ich aufgewacht. Jetzt soll ich gucken, wie ich überlebe und so. Hier, futter mal was. So, ja, jetzt ist ja mein Auto rein theoretisch heile. Sollte es ja rein theoretisch. Nee. Cool. Auch Multiplayer? Nein, ist es nicht. Okay, alles klar. Ach, mit Erstlicht. Okay. Cool. Das ist wirklich cool. Das feiere ich gerade mega. Gibt es auch ein Ziel oder irgendwelche Events? Also ein Event, was zum Beispiel war, im Endeffekt war ja gerade dieses, wo das mit dem Nebel war. In der Zeit kommen so eine infizierten Typis und wollen mich halt kaputt machen, ne? So. Dann gibt es ja halt wilde Tiere und noch andere Dinge, die ich noch nicht weiß anscheinend. Und das Ziel ist halt, ja klar, natürlich zu überleben, mir was Kleines Schönes aufzubauen. Dann gibt es halt auch, oh wow, Banditen, vor denen ich mich wehren muss, die können auch kommen und mich ausrauben wollen. Ja, das ist das, was ich jetzt weiß. Wie viel hast du schon gespielt? Also Spielzeit an sich sind 3 Stunden. Also ich habe von eigentlich nichts eine Ahnung. Ich bin noch mega am Anfang. Ich habe gerade mal zu essen gemacht. Und fühle mich schon mega cool damit. Genau, ich wollte mir hier so da 4 Feuerholz, 4 Treebark und ein Match. Wollte mir jetzt hier den Baum fällen. Achso, und im Spiel geht es natürlich auch um das Allercoolste, was ich am allerbesten in jedem Spiel finde. Und am allerwichtigsten und was ich auch am allerbesten kann. Du weißt doch, ich bin Looter King. Ich muss alles mitnehmen und in dem Spiel kann man looten. Bis zum geht nicht mehr. Weil die Karte, soweit ich jetzt gehört habe, mega groß sein soll. Also wirklich mega, mega groß. Und das ist natürlich genau das Richtige für mich, ne? Ja klar.
Habe ich jetzt diese Treebug? Ich habe nur drei. Ja, super. Aber ich brauche ja eh Feuerholz. Machst du mir mal 10. So. Bei dem anderen Holz weiß ich noch nicht, was ich damit jetzt tun soll. Lege ich mir jetzt erstmal hier hin. Sieht schön aus. So, und ich werde das mal Streichhölzer holen noch. Brauche ich auch noch einmal. So. So. Ja, Treebug fehlt noch. Das wollte ich haben. So. Und jetzt? Muss jetzt eine volle Flasche nehmen oder? Wie muss das jetzt gemacht werden? Warte mal, nee, volle Flasche ist hier. 2 Liter. Water Container, so. Ah, okay. Das geht dann nachher hier reinbelassen. Der füllt das dann jetzt nach und nach einmal durch. Anscheinend. Sieht cool aus, wirst du ja jetzt sicherlich öfter spielen. Naja, dann noch viel Spaß, ich hau rein. Ja, das werde ich und hau rein. Bis bald. So, Mopsi, jetzt hast du auch mal gesehen, wie das funktioniert mit dem Wasser. Habe ich das mal präsentiert? Genauso, ja, na klar, genauso. So. Was habe ich jetzt auch gemacht? Ich brauche ja eh beim Wasser trinken, das ist ja das Ding an der Sache. Das heißt, ich werde jetzt, wenn das wieder Tag ist, die ganzen Flaschen einfach mal alle auffüllen gehen. Und das geht mir auch echt nicht so lange. Und du kannst das auch mit dem Eimer machen. Ah, jetzt weiß ich, was ich bauen wollte. Ich wollte mal so ein, das da bauen. 4, 8 und 10 Nägel, also ich habe 12, das heißt, ich nehme mal hier, zack, zack, ups. So. Davon 4, glaube ich. Und dann nimmst du das Fass und den Eimer und geht zum See. Dann müsste ich 2 so eine Fässer bauen. Ja. Hast du eigentlich recht mit. Brauche ich 2 Stück, eins zum immer mitnehmen. Was ich dann immer nach und nach umfüllen kann. Genau. Aber es ist wirklich langsam, ich brauche davon glaube ich mehr. Wie? Nee. Ich kann doch hier nicht so. Nee, Quatsch, du hast recht. Da reicht eins, dass ich mit dreckigem Wasser fülle. Wenn man einmal rausnimmt und in eine saubere Flasche reinfüllt, dann habe ich. Ja klar. Nee, du hast recht. Alles klar. Du bist gut, Mopsi. Wirklich. Sehr, sehr gut. So, und 8 Holz. Die hier, so. Nehme ich mir das mit. Also ich baue das erstmal schon mal hier. Weil ich keine Säge habe, okay. Die habe ich ja hier zum Glück. Move ich mal jetzt aber mal hier raus. Kann auch hier vorstehen bleiben. So. Kann die Säge wieder hier rein.
Aber du hattest recht, ich weiß schon, was du jetzt genau meintest, Mopsi. So, ist schon vollkommen richtig gewesen. Und jetzt als nächstes will ich aber eigentlich warten, bis wieder Tag ist. Mein Problem ist sowieso, ich habe Durst, das heißt, ich trinke mal eben schnell was. Ich hatte ja noch irgendwo was stehen, genau hier. Noch eine Cola. So. Hier habe ich nur Waffen und so ein Zeug drin. Hier habe ich Munition und hier habe ich Bandagen und Antibiotika. Gut. Hier ist Essen drin. Stimmt das wirklich? Ja, aber wirklich.